Willkommen bei unserer Welt? Fragezeichen. So. Ich habe gestern, vorgestern, die letzten zwei Tage, mal so ein bisschen durchgeschaut auf TikTok. Weil, ist ja ein Blödsinn. Ne? Ist auch nicht verrückt auf TikTok oder was. Ne? Stimmt nicht. Ne? Nicht einmal alle, die live gingen, dann sind live Mädchen. Ne? Also, ein digitaler Bettler ist ein digitaler Bettler, ne? Aber sind nicht alle. Ne? Aber es sind halt viele, die sich Gedanken machen über die politische Lage, die Gesetze und so. Ja, die gibt es schon, ne? Die gibt es auch. Ne? Und ich meine, Gedanken mache ich mir immer drüber. Sorgen habe ich mir nicht immer gemacht. Ne? Aber ich bin dreifach ein Kind, hat eine drei schöne, intelligente Töchter. Und natürlich macht man sich da Gedanken auch. Ne? Also auch vorher, ne? Aber ein bisschen anders, natürlich, weil ich jung. Und also so viel Beschwerden, dass keiner was tut, und man dachte, dann schauen wir mal. Aber naja, ich sag's euch so. Nachgeschaut, ne? Also ich hab da jetzt, ich will da nicht Halbwahrheiten, die Halbwahrheiten sind was das Schlimmste, was es gibt, da ist eine Lüge noch gescheiter, weil meistens erkenne ich die. Also in Österreich werden Gesetze im Nationalrat und im Bundesrat, gibt es ein Gesetzgebungsverfahren und das zuständige Ministerium arbeitet den Ministerialentwurf aus, schickt das an die anderen Ministerien und Landesräte, weil angenommen man hat jetzt, was ich, man braucht ja immer Geld, das heißt, du brauchst dann vom Finanzministerium an, so schickst du das halt dorthin und dann kommen noch Interessensvertretungen und die Meinungen zu den Gesetzen. Manche nennen diese Interessensvertretungen Lobbys. Und die, was die Meinungen dazu sagen, sind dann die Lobbyisten im Jahr. Das ist wieder mehr meinungsmachend. Aber das 2022 sind 259 Gesetze beschlossen worden. 259, 259. 10% waren jetzt 25,9. Das gibt es natürlich nicht, also sagen wir rund 26 waren 10%. Also, liebe Österreicher, ja, kann man 26 Gesetze aufzählen? Das waren 10%. Wo die, was 2022 beschlossen worden sind. Sag's ehrlich, so wie es ist, ich kann es nicht. 2021 waren es 223. 2020, das Jahr der Pandemie und so, 179. In den drei Jahren waren das 661 Gesetze. 2019 waren es 93. In 2018 116 und das geht so, es hat so dahin geplätschert, so ein bisschen unter 100. Über 100. Aber da über 220 2021, das ist auch Wahnsinn. Ja. Und über 250 2022 sticht außer. Das ist da kein Trend vor zum Absehen gewesen. Es war eben auch mal 120, dann ein bisschen unter den so um die 120, 100. Ja, und dann habe ich mir halt angeschaut, was die Leute dafür kriegen. Und da habe ich mir dann gedacht, egal wie sehr ein Politiker das Ohrenvolk hat, hat er mit diesen Summen keine Ahnung, wie es den Menschen geht. Es gibt Bezüge, Gesetz, 1997 ist das rausgekommen. Damals waren es noch Schilling, da waren 100%
von den Bezügen 100.000 Schilling. Der Bundespräsident hat aber 280% damals schon gekriegt. Also das heißt nicht, dass 100% das Maximum ist. Also ein Nationalrat, ja, Nationalratabgeordneter, am Bundesrat, Nationalratabgeordnete haben wir wie viel? Ein bisschen über 183 mal genau sein. Die kriegen die 100% jetzt ohne irgendwelche Zuschüsse, aber das sind 9.872,60 im Monat. Also 2022 haben uns die 25,3 Millionen gekostet. Also, ich will da nämlich schauen, dass das auf jeden Fall passt, deswegen habe ich das vom Rechnungshof Statista überall nachgeschaut. Weil ich möchte das schon vergleichen mit Deutschland und so einer Schweiz, Luxemburg, wie es in einem Fürstentum das sehr klar ist, ausschaut. Ne? Weil bei uns ist unser Bundespräsident kriegt 26.700 im Monat. Der Kanzler 23.840. Der Vizekanzler, falls er keine anderen Ämter normal hat, weil der ist ja nur da und der andere Kanzler ausfällt. Oft auch Minister und so, dann kriegt auch schon 20.100, wenn er nur der Vizekanzler ist. Minister, klar, 19.000er. Klubobmann im Nationalrat, ne? 16.200. Minister, Entschuldigung, Nationalrat, Präsident kriegt einen 20er. Und dann fängt es einmal an, ne? Dass bis zu einer Stunde Arbeitsweg 7.768,24 Euro im Jahr. Alle 30 Minuten wird es um 3.624,91 mehr. Und die streiten um eine Pendlerpauschale, ein paar Cent. Ab 3 Stunden sind es dann 21.749,43. Also da kannst du schon mit dem Flugzeug ins Parlament fliegen. Wahnsinn. Das ist wirklich interessant. Aber man darf da nicht, wie soll ich sagen, ich will da keinen Blödsinn. Also deswegen schauen wir mal. Nächstes Mal möchte ich das in der Schweiz schauen, weil die haben auch Demokratie. Zwar andere als wir, aber es ist jetzt kein Fürstentum. Und ich glaube, dass das in Deutschland zwar mehr Geld ist, aber es ist schon, wie es machen, pro Kopf. Das würde mich interessieren. Wird es aber, glaube ich, nicht viel anders sein. Ne? Ich meine, staatliche Zuschüsse 2022 hat die ÖVP 78 Millionen gekriegt, die FPÖ 34,7. Aber die Roten, Grünen und etc., sondern habe ich es noch nicht herausfinden können. Werde ich aber noch machen und beim nächsten Mal nachrennen. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst ein Like und ein Abo da. War halt nett. Danke.